Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu diesem Facebook Live heute am Montagabend. Mein Name ist Kerstin Joost, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Ärztin und spirituelle Lehrerin und ein großer Einhorn-Fan. Und am Montagabend um 19.30 Uhr ist immer meine Zeit, wo ich euch Einblicke in meine Welt der ganzheitlichen Medizin gebe. Ich bezeichne mich auch als Ärztin der neuen Zeit, weil ich Spiritualität und verschiedene Heilmethoden verbinde. Und heute Abend möchte ich mit euch eine Visualisierung machen, eine innere Reise, die euch mit der Kraft eurer Geburtszahl, eurer Lebenszahl verbindet. Und diese Lebenszahl könnt ihr berechnen aus der Numerologie eures Namens. Ich hatte dafür auf meiner Facebook-Seite Lichtwelt Tabellen gepostet, aus denen ihr eure Lebenszahl errechnen konntet. Wenn ihr das nicht gemacht habt bisher, ist das gar kein Problem. Ihr könnt auch euer Geburtsdatum nehmen und einfach die einzelnen Zahlen summieren. Und dann bekommt ihr meistens eine zweistellige Zahl, wie zum Beispiel die 23. Und dann summiert ihr die 2 und die 3, bis ihr eine einstellige Zahl habt. Und ich werde euch gleich auf eine Einhornreise führen, wo ihr die Energie dieser Zahl spüren werdet, richtig eintauchen werdet in diese Energie, denn die hat mit euch zu tun. Die wird euch stärken und kann euch helfen, das umzusetzen, was ihr im Moment im Leben braucht. Ich habe diese Visualisierung aus Diana Coopers neuestem Buch The Magic of Unicorns genommen. Das Buch ist bisher nur auf Englisch erschienen. Ihr habt also heute die einmalige Möglichkeit, diese Visualisierung auf Deutsch zu machen. Und ich teile gerne meinen Bildschirm heute mit diesem Einhorn. Es ist noch nicht Vollmond heute, aber wir werden in den Kosmos reisen. Und darum habe ich gefunden, dass dieser Hintergrund besonders gut passt. Also, seid ihr bereit? Ihr braucht, um auf diese Reise zu gehen, wie gesagt, eine Zahl. Ich werde jetzt noch ein paar Worte zur Einleitung sprechen. Nutzt die Zeit und entscheidet euch für eine Zahl. Summiert die Ziffern eures Geburtstages, eures Geburtsdatums. Wenn euch das jetzt alles zu hektisch ist, nehmt einfach euren Geburtstag, zum Beispiel den 5. oder den 29. und macht daraus eine einstellige Zahl. Das geht auch. Ja? Also einfach eine Zahl, die mit euch in Verbindung steht, damit ihr wirklich Stärkung erfahren könnt. Ihr könnt in jede beliebige Zahl eigentlich reisen, aber es ist doch schöner, wenn man eine Zahl nimmt, die eine Verbindung zu uns hat. Diana schreibt in dem Buch, es gibt im Kosmos sogenannte Energiepools. Das sind also so wie Seen aus Energie, und in diesen Seen ist etwas gespeichert, was wir anrufen, anzapfen, was wir nutzen können. Und wenn ihr schon länger mit mir unterwegs seid, kennt ihr ganz sicher die Mahatma-Energie, die in Atlantis gebildet wurde. Ein Pool, ein Becken aus hochschwingender Energie, das wir jederzeit anzapfen können, wenn wir Energie brauchen. Es gibt noch andere Pools, zum Beispiel von den Strahlen, von den Aufstiegsstrahlen, von den Erzengelstrahlen. Da sind im Kosmos überall diese Becken von Energie, die wir wirklich nutzen können und anrufen. Und das ist gar keine Akrobatik. Wir bitten einfach darum und schon strömt diese Energie zu uns hinab. Heute wollen wir eben in die Energiepools von Zahlen reisen. Und Diana sagt, dass im Kosmos jede Zahl, sie schreibt in ihrem Buch allerdings von den einstelligen Zahlen, jede von diesen Zahlen einen solchen Pool hat. Und die Energie in diesem Pool ist x-mal höher als die Energie hier auf der Erde. Also wenn wir hier auf der Erde uns verbinden mit der Ziffer 5
und wir spüren mal in die Energie hinein, dann ist sie abgeschwächt, dann ist sie wie verdünnt. Wenn wir aber in diesen Pool reisen, was wir gleich mit dem Einhorn machen werden, können wir in die Ursprungsenergie dieser Zahl eintauchen. Und das Arbeiten mit Zahlen ist eine uralte Heilkunde, die kennt ihr vielleicht aus anderen Medizinsystemen. Im goldenen Atlantis hat man viel mit der Numerologie geheilt, mit Farben, mit Tönen, mit Engeln und so weiter, mit Kristallen natürlich auch. Also Zahlen haben Kraft. Und ihr kennt es vielleicht, wenn ihr aufmerksam durchs Leben geht, dass euch immer wieder die gleichen Zahlen begegnen, oder nicht? Also ihr guckt zum Beispiel auf euren Wecker oder auf euer Smartphone und immer wieder erwischt ihr genau die Zeit 11.11 Uhr oder 22.22 oder ihr seht Nummernschilder mit der Zahl oder Hausnummern. Also die Zahlen sprechen zu uns, sie wollen uns etwas geben, sie wollen unsere Energie erhöhen. Und wann brauchen wir das mehr als gerade jetzt in dieser intensiven Zeit? Also achtet darauf, auf diese Engelszeichen, die kommen. Sie können von den Einhörnern, die auch zu den Engeln gehören, oder von den Engeln geschickt sein. Oder verbindet euch eben gezielt mit Zahlen, die eine wichtige Energie für euch tragen. Und das können Zahlen sein im Zusammenhang mit Namen und Geburtstag. Es können aber auch Meisterzahlen sein, deren Energie ihr besonders anziehen möchtet. Und ich möchte mit euch heute zwei Reisen machen. Zwischendurch kommen wir immer wieder zurück auf die Erde, damit ihr mal die unterschiedliche Energie von zweier solcher Zahlenpools spüren könnt. So, ich hoffe, ihr habt euch entschieden für eine Zahl, wenn ihr jetzt mitreisen möchtet. Dann geht es nämlich los. Ich lade dich ein, es dir jetzt ganz gemütlich zu machen, dich zu entspannen. Das kann im Sitzen sein, das kann aber auch im Liegen sein. Atme 2-3 Mal ganz bewusst tief ein und aus. Und bringe deine Aufmerksamkeit jetzt in diesen Moment. Bringe deine Aufmerksamkeit in den Raum, in dem du jetzt bist und auch in deinen Körper. Mit jeder tiefen Ausatmung lässt du alle Spannung in deinem Körper los. Du lässt dich tragen von deinem Stuhl oder der Unterlage, auf der du liegst. Und du spürst, dass deine Füße gut mit der Erde verbunden sind. Du spürst, dass du Lichtwurzeln hast, die aus deinen Füßen in die Erde hineinziehen und dich dort wunderbar mit den Leylinien der Erde verbinden, wie Wurzeln bei einem Baum. Du spürst auch deine Verbindung zu Gott, zur Quelle allen Seins. Und du bist jetzt ganz entspannt und bereit für die Reise mit deinem Einhorn in den Energiepool einer Zahl. Ich rufe jetzt die Einhörner an und bitte jeden Teilnehmer an dieser inneren Reise, in eine Blase, in einen Kokon aus hochschwingender Einhornenergie einzuhüllen. Nimm wahr, wie die Energie von Einhörnern jetzt zu dir strömt in deinen Raum und eine Kugel um dich bildet und dich schützend und liebevoll darin einhüllt. Lege jetzt fest, zu welcher Zahl du reisen möchtest. In deiner inneren Welt sieh dich jetzt
an einem Strand, an einem wunderschönen Strand unter dem vollen Mond. Der Strand ist noch wunderbar warm von der Wärme des Tages und die Wellen schwappen langsam und sanft an den warmen Sandstrand. Das silberne Licht des Mondes spiegelt sich auf dem Meer und du siehst auch viele Sterne hoch am Himmel funkeln. Jetzt nimmst du Bewegung am Himmel wahr und siehst, dass über einen Strahl des vollen Mondes ein Licht zu dir herabsteigt. Es wird größer, es wird intensiver und du spürst, dass es sich um ein wunderschönes Einhorn handelt. Dieses Einhorn landet jetzt vor dir. Und es schaut dich liebevoll an, bereit, dich auf eine Reise zu begleiten zum Energiepool einer Zahl. Verbinde dich mit deinem Einhorn, umarme es, streichle es oder schau es einfach an und erfreue dich an seiner Schönheit. Sage deinem Einhorn jetzt, wohin es dich bringen darf und springe auf seinen Rücken. Sofort bist du in der Energie dieses Einhorns eingebettet und geschützt. Wie eine Einheit, sicher und stabil, reißt jetzt dein Einhorn hinauf in Richtung der vielen funkelnden Sterne. Und du siehst, dass dein Einhorn auf einen Lichtpunkt zusteuert, der jetzt immer größer wird. Und du weißt, dass es der Energiepool deiner Zahl ist. Nimm schon jetzt die Farbe wahr, in der sich diese Zahl dir präsentiert. Und dein Einhorn fliegt ganz dicht an diesen Energieball, der schimmert, der lebt. Und du siehst vielleicht mehr als eine Farbe, vielleicht ist Bewegung drin in diesem Energieball. Dieser Energieball ist stark und groß. Und dein Einhorn trägt dich jetzt ganz sanft hinein. Und gemeinsam verweilt ihr jetzt einen Moment in der Energie dieser Zahl. Lass sie einmal auf dich wirken, nimm sie mit allen Sinnen wahr und nimm sie auf in jede Zelle deines Körpers, in deine Chakren, in deine Aura. Spüre, wie die Lebendigkeit dieses Energiepools dich durchströmt und belebt und dich stärkt für deine Aufgaben auf der Erde. Spüre, dass du jetzt ganz und gar aufgefüllt bist mit dieser Energie.
Spüre, wie gut sie dir tut. Und danke diesem Energieball, während dein Einhorn sanft wieder aus dieser Energie herausgleitet. Du siehst um dich herum wieder die Dunkelheit des Kosmos mit den vielen glitzernden Sternen. Und dein Einhorn trägt dich jetzt sanft wieder zurück, hinunter an den wunderbaren Strand. Und sanft landet das Einhorn mit dir auf dem Strand. Und du steigst von seinem Rücken ab. Spüre einmal in deiner inneren Welt, wie dein Körper sich jetzt fühlt. Wie ist deine Energie nach diesem Bad im Energiepool? Danke deinem Einhorn und setz dich einen Moment in den Sand und gib dir Zeit, diese Energien zu integrieren. Gleich wirst du auf eine zweite Reise gehen, und zwar in den Energiepool einer Meisterzahl. Meisterzahlen sind Zahlen wie die 11, 22, 33, 44. Und in ihrem Buch schreibt Diana, dass die höheren Meisterzahlen im Moment weniger Bedeutung haben auf der Erde. Darum geht sie speziell auf diese vier Zahlen ein. Sie alle tragen eine ganz spezielle Energie und es kann sein, dass sie dir erscheinen auf Digitaluhren, Displays, in irgendeiner Form als Botschaft der Engel oder Einhörner. Welche dieser Zahlen zieht dich im Moment besonders an? Die 11, 22, die 33 oder die 44. Es wird die Energie sein, die du im Moment brauchst. Und du stehst wieder auf. Dein Einhorn ist bereit. Teile ihm jetzt dein neues Ziel mit. Teile ihm mit, dass du jetzt in den Energiepool einer Meisterzahl reisen möchtest. Dein Einhorn weiß sofort, wohin es dich tragen darf. Du springst wieder auf seinen Rücken, bist eingehüllt in seine wunderbare Einhornenergie und gemeinsam reist ihr wieder auf einem Lichtstrahl des vollen Mondes hinauf, hinauf. Und dann über den Mond hinaus, höher, höher, höher. Und du siehst andere Lichtpools an euch vorbeiflitzen, bis du endlich spürst, dass dein Einhorn jetzt direkt auf den Energiepool deiner Meisterzahl zusteuert. Spüre einmal, welche Farbe dir entgegenkommt. Ist die Energie anders als vorher? Ihr seid jetzt ganz nahe an diesem intensiven, hochschwingenden Energieball. Und dein Einhorn trägt dich jetzt ganz sanft in die Energie dieser Meisterzahl. Lasse sie wieder auf dich wirken. Nimm sie ganz in dich auf. Lasse ihre Energie dich ganz und gar auffüllen.
dieser wunderbare Energiepool der Meisterzahl wird dich genau mit der Energie versorgen, die du brauchst für deinen weiteren Weg, um Hindernisse, Hürden, Schwierigkeiten, Unsicherheiten auf deinem weiteren Weg zu überwinden. Nimm diese Energie tief in dich hinein. Und jetzt spürst du, wie dein Einhorn langsam aus dieser Energiewolke, aus diesem Pool herausgleitet. Und unendlich sanft trägt dein Einhorn dich wieder hinunter in Richtung Erde. Ihr fliegt am vollen Mond vorbei. Und entlang eines silbernen Mondlichtstrahles landet ihr wieder am Ufer des Meeres. Dein Einhorn setzt dich ab und du spürst, dass eine ganz neue, höhere Energie dich jetzt erfüllt. Danke deinem Einhorn für seine Begleitung. Verabschiede dich von diesem wunderschönen Ort am Meer. Und reise jetzt zurück an den Ort, von dem du gestartet bist. Dein Zimmer. Werde dir deines physischen Körpers wieder bewusst. Wecke ihn sanft auf nach dieser Reise. Bewege deine Füße und deine Hände. Atme ein paar Mal tiefer ein und aus. Und wenn du bereit bist, öffne gerne deine Augen. Und spüre einmal in dich hinein, was anders ist als vor der Reise. Du kannst diese Reisen jederzeit wiederholen und du kannst in verschiedene Zahlen einmal reisen und ihre Energie spüren. Du wirst ganz sicher verschiedene Farben, verschiedene Qualitäten von Energie wahrnehmen. Und ein guter Tipp von Diana ist, abends vor dem Einschlafen darum zu bitten, in einen speziellen Energiepool zu reisen. Und du wirst dann in der Nacht sehr viel Zeit dort verbringen können und richtig auftanken. Ich freue mich über eure Kommentare, entweder hier auf Facebook oder sonst auf meinem YouTube-Kanal. Ich werde dieses Video nachher hochladen und du kannst es jederzeit wieder anschauen, ansehen. Und ja, ich hoffe, dir hat die Reise gefallen. Ich habe ein paar solcher Reisen in den letzten Tagen unternommen und bin total Fan. Ich liebe Farben, ich liebe Einhörner. Und ja, es tut einfach gut zwischendurch. So kleine Sachen im Alltag, die man jederzeit machen kann, auch beim Spazierengehen, wenn man in der Natur sitzt, wenn man zu Hause sitzt. Ich finde, das ist doch das Allerbeste, um sich zu stärken für das Intensive, was gerade passiert. Mit uns, um uns, in uns. Ich sage jetzt einen wunderschönen Abend noch und bis ein andermal. Tschüss. Eure Kerstin.